Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuschauer. Wir hätten eigentlich die Preisverleihung des Lesekünstlers 2020 vornehmen wollen auf der Leipziger Buchmesse, die Corona-bedingt nicht stattfinden konnte. Aber wir sind dafür mitten im pulsierenden Gonsenheim, einem Stadtteil von Mainz, der Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz, und stehen hier vor der Buchhandlung Nimmerland. Warum gerade Nimmerland? Warum haben wir hier die Preisverleihung hinverlegt? Das hat einen ganz bestimmten Grund, nämlich Susanne Lux, die Inhaberin der Buchhandlung, die gerade erst vor wenigen Wochen umgezogen ist, die ist Mitglied in der IG Leseförderung. Die IG Leseförderung des Börsenvereins, die verleiht nämlich den Lesekünstler des Jahres schon seit 10 Jahren. Ja, vielen Dank, dass wir zu Gast sein dürfen. Und vielleicht am Anfang kurz die Frage Nimmerland. Das klingt spannend. Warum der Name Nimmerland? Wir haben nach einem Namen gesucht für die Buchhandlung, als wir vor 15 Jahren eröffnet haben, der sowohl literarisch ist, als auch die Tatsache darstellen sollte, dass es was mit Spielen und Lesen zu tun hat. Und Nimmerland ist eben Peter Pans Insel und das, die Insel des ewigen Spiels und des ewigen Kindseins. Und das fanden wir äußerst passend. Dann sind wir auch schon mitten in der Buchhandlung Nimmerland in Mainz-Gonsenheim bei Susanne Lux. Und ich begrüße Irmgard Clausen ganz herzlich. Das ist die Chefin. Die Chefin, nämlich Vorsitzende der IG Leseförderung des Börsenvereins. Und diese IG, die hat schon ganz viel auf die Beine gestellt. Frau Clausen, wenn Sie vielleicht mal ein paar Beispiele nur nennen, was diese IG schon alles gemacht hat. Ja, witzigerweise war der Lesekünstler des Jahres eins unserer ersten Projekte. Und das ist immer noch eins unserer besonderen und schönen, was wir im vergangenen Jahr mit viel Stolz hingekriegt haben und begeistert sind, dass es tatsächlich gelungen war, ist das Gütesiegel Buchkindergarten, und an dem sich 1000 Kindergärten beteiligt haben. Damit habt ihr gar nicht gerechnet, dass es so viele sind. Überhaupt gar nicht gerechnet, und es war unglaublich. Und es geht auch weiter, trotz Corona. Und es gibt noch mehr. Ja, es gibt zum Beispiel noch, und das ist auch so ein wunderbares Projekt, die Lesetüte, die Erstleser oder die Kinder, die in die erste Klasse kommen, kriegen die geschenkt von den Kindern, die im letzten Jahr Erstklässler waren, und die Buchhändlerinnen und Buchhändler, die organisieren im Land. Und da sind Tausende von Tüten, werden verteilt und bemalt und verschenkt. Also ein bisschen Staffelübergabe von den Erstklässlern an die nächsten Erstklässler. Ja, und dann den Lesekünstler, den wir heute auszeichnen. Genau. Den gibt's jetzt zum wievielten Mal? 12. Mal. Oha, mit Andreas Steinhöfel fing es an, dann ging es also weiter, und verraten gleich, wer es ist. Aber was muss so ein Lesekünstler alles können? Man wird ja nicht einfach Lesekünstler. Ja, zuallererst muss er gute Bücher schreiben. Gute Bücher schreiben, das Erste, ist okay. Dann muss er natürlich bereit sein, in die Schulen zu gehen oder in Kindergärten oder in überhaupt sich für Veranstaltungen bereit. In Buchhandlungen, hoffe ich. In Buchhandlungen. Ja, meistens wird sowas ja ein bisschen in der Kooperation gemacht mit Schulen und der Buchhandlung. Und und dann muss dieser Lesekünstler auch tatsächlich wunderbar vorlesen können. Die Kinder packen können, mit ihnen diskutieren können, Spaß machen auf seine Bücher, also Interesse schaffen für seine Bücher. Und ja, dann einfach überzeugen, dass Lesen und die Bücher was Tolles sind. Und seine Bücher erst recht. Und er muss aber also als Person zur Verfügung stehen sozusagen, dass er wirklich greifbar ist für die Kinder. Aber für die Buchhändler muss er auch was sein. Er muss pünktlich sein, er darf nicht ganz so verschlurrt sein, oder? Na, das erwarten wir. Also gute Manieren muss er haben, sympathisch muss er auftreten können. Ja, nicht den Tag verwechseln. Und pünktlich sein, genau. Pünktlich sein ist auch sowas Schönes. Und dann muss er, seine Konditionen müssen auch irgendwie stimmen. Ja, es kostet ja alles Geld. Und wir hoffen dann als Buchhändler, dass er da einen guten, dass er einfach da einen fairen Preis machen kann. Der jetzt Lesekünstler wird, der hat das alles schon, so diese Kriterien alle erfüllt.
Das ist nämlich so, dass der schon geprüft wurde. Nämlich Deutschlands Buchhändler und Bibliothekare, die konnten alle Vorschläge machen. Viele haben ihn schon zu Gast gehabt, deshalb wissen die, dass es so ist. Und ja, wer es ist, das wird Irmgard Clausen uns jetzt gleich verraten. Mit sehr großem Vergnügen darf ich sagen, dass Martin Muser, der neue Lesekünstler oder der Lesekünstler des Jahres 2020 ist. Lieber Martin Muser, ich bin ganz stolz, dass ich Ihnen diese Urkunde überreichen kann. Sie sind der Lesekünstler des Jahres 2020. Es ist fast vorbei. Corona hat uns ziemlich erwischt. Aber ich finde trotzdem, dass wir es in diesem Jahr noch verleihen können, ist doch ein großes Glück. Und diese Urkunde, die soll Sie ganz beflügeln und Ihnen die schönsten Lesungen entlocken, die Sie überhaupt je gelesen haben. Vielen Dank, Frau Clausen. Vielen Dank. So sieht sie aus, die Urkunde. 2018 erschien ihr erstes Kinderbuch Kanna wo ni wahr sein mit dem Untertitel Manchmal muss man einfach verduften. Das hat dann so eingeschlagen, dass es gleich noch einen zweiten Band gab, Kanna wo ni wahr sein. Manchmal fliegt einem alles um die Ohren. Und damit nicht genug, jetzt kam in diesem Jahr Kanna wo ni wahr sein. Manchmal kriegt man einfach die Krise. Und Kanna wo ni wahr sein, das ist ein Titel, den Kinder sehr genüsslich aussprechen. Und Buchhändlerin habe ich auch schon gehört, die das sehr genüsslich aussprechen. Wie sind Sie auf diesen ungewöhnlichen Titel gekommen? Der Titel, der kommt im Buch tatsächlich vor. Das ist ja ein Ausspruch eines Polizisten, einer Figur im ersten Band, der eben auf gut Brandenburger Dialekt sagt, das kann aber nie wahr sein, und das ist auch so geschrieben, wie der Titel geschrieben ist, nämlich zusammengezogen und lautmalerisch. Und das war einer von vielen Titeln auf der Liste der Arbeitstitel. Und meine Töchter haben immer gesagt, nimm den, das ist der beste. Ja. Okay. Ich hatte auch so, sag ich mal, eher klassische Titel wie Finn und Jolla auf großer Fahrt oder solche Sachen. Und dann ist es am Ende geworden. Der bleibt hängen. Ja. Und der Verlag, also ich weiß gar nicht, ob es schon mal so eine dialektale Zusammenziehung, man muss ja erstmal buchstabieren. Wenn man es laut liest, weiß man es. Ansonsten denkt man erstmal, hat der Verlag gesagt, nee, also Musa, das geht ja wohl gar nicht. Oder, oh, super Idee. Also, ich glaube, das hat sich im Verlag auch wie so ein Ohrwurm oder wie so ein geflügeltes Wort dann so in die Köpfe und Hirne gebohrt, so dass irgendwann dieser Arbeitstitel dann auch, der eigentlich nur als Arbeitstitel gesetzt war, dann tatsächlich auch eben der Verlagstitel geworden ist, ja. Ja, das scheint eine gute Entscheidung gewesen zu sein. Da kommt aber noch mehr Kiezdeutsch oder Berlinerisches vor. Da heißt es jetzt gerade in dem neuesten Band, gut, dass wir hier einen Trockner zu stehen haben. Im Text finden sich Wörter wie Koffern, Pogen, Flennen. Sie fangen einfach wahnsinnig viel Atmosphäre, viel Lokalkolorit ein. Wie stark haben Sie denn den Berliner, das müsste man sagen, Regiolekt oder vielleicht sagen wir auch Kiezdeutsch adaptiert, weil als gebürtiger Stuttgarter oder aus Bad Cannstatt würde man eher ein gepflegtes Schwäbisch erwarten. Ja, also aber auch das kann ich nicht wirklich. Ich bin da zwar geboren, tatsächlich in Stuttgart, aber da meine Eltern keine Schwaben sind, konnte ich also auch das Schwäbische nie so richtig. Und das Berlinerische habe ich mir, glaube ich, angeeignet, einfach dadurch, dass ich jetzt die längste Zeit meines Lebens in Berlin lebe, immerhin seit 1987. Schon eine Zeit. Und ich habe es aber immer auch prüfen lassen, sozusagen von echten Berliner Testlesern, weil mir das auch immer wichtig war, dass das stimmt. Ja. Und die, wenn die dann gesagt haben, ja, das kannst du so stehen lassen, dann habe ich es geglaubt. Ja. Ist das dann genauer genommen das Kreuzberger oder Neuköllner? Das ist schwierig. Also das, was ich immer unterscheiden konnte, es gab wirklich das Ostberliner, den Ostberliner Berliner Dialekt und den Westberliner. Aber sonst, finde ich, ist einfach der brandenburgische Dialekt, der ist so ein bisschen erdiger, härter noch. In Kreuzberg wird gar nicht so viel Dialekt gesprochen, oder beziehungsweise der Dialekt, der in Kreuzberg mittlerweile gesprochen wird, ist Englisch. Ja. und meine Töchter zum Beispiel, obwohl die echte Kreuzbergerinnen sind, sprechen auch nicht wirklich Berliner Dialekt, was ich schade finde, ja. Okay. Sie sind unglaublich stark in den Dialogen. Hängt das damit zusammen, dass Sie so viele Drehbücher geschrieben haben, auch für Fernsehserien wie Soko, dass Sie da sehr trainiert sind? Das kann gut sein, wobei für mich was ich ja feststellen musste, ist, dass ein Buchschreiben doch was ganz anderes ist als ein Drehbuchschreiben. Also als ich angefangen habe mit dem ersten Band, was relativ
weit zurückliegt. Das war so 2012, habe ich die erste Stoffskizze geschrieben. 2013 habe ich dann den Anfang geschrieben und habe dann wirklich geschwitzt, weil ich gemerkt habe, oh, das ist ja ganz anders als Drehbuch schreiben. Man hat eine Perspektive, man muss sich entscheiden, welche Zeit man nimmt, also welche Erzählzeit. Man muss sich überlegen, schreibt man es eben in der Ich-Form oder er, sie? Und da habe ich ganz schön lange gefummelt und für gebraucht und war dann froh, als ich das irgendwann hatte, den Ton und diesen Sound, den das Buch irgendwie haben sollte. Und vielleicht sind die Dialogszenen das, was tatsächlich am dichtesten an dem Drehbuchschreiben dran ist. Die fielen mir aber auch nicht leicht. Also zum Beispiel eine Dialogszene in einer Tankstelle mit einem pickeligen Tankwart. Ich glaube, die habe ich wirklich 10-mal geschrieben, bis ich dachte so, ah, jetzt ist sie gut. Ja, Dialog ist ja immer so, man darf es nicht merken, dass der geschrieben ist. Ja. Das ist aber tatsächlich schwierig. Ich habe da kein Patentrezept, sondern ich mache es so lange, bis es so klingt, dass ich denke, jetzt stimmt's. Es ist geglückt. Das ist die Hauptsache am Ende. Jetzt handelt der neueste Band, da geht es eigentlich darum, das Ziel ist, Party zu machen. So, und gleichzeitig, okay, die Möglichkeiten, die man so mit 12 hat, die großen Partys zu machen, sind begrenzt, wie man auch hier erfährt. Aber es ist der große Traum. Wahrscheinlich ein bisschen mehr noch von Jola als von Finn. Waren Sie selbst mal als Kind auf so einem nächtlichen Open-Air-Festival oder haben davon geträumt, ah, da will ich hin, oder konnten irgendwie Ältere überreden, nehme ich mit? Also ich selber habe das nie gemacht. Ich glaube, ich war ein ziemlich braves Kind eigentlich. Und ich habe selber mal so überlegt, was zeichnet die drei Bücher eigentlich aus? Und ich glaube, es ist ja in jedem Band so, dass die Kinder Sachen machen, die man eigentlich in diesem Alter nicht machen darf, ja, die wirklich nicht altersgemäß sind. Sie fahren mit 10 Jahren, fahren sie Traktor alleine, mit 11 Jahren fahren sie mit einem Floß auf der Oder, was eigentlich lebensgefährlich ist, und mit 12 wollen sie eben groß Party machen, ja. Die sind in gewisser Weise da frühreif, ja, oder eben die Abenteuer sind immer so gewählt, dass sie für die Kinder eben auch echte Abenteuer sind. Und ich glaube, mir hat es Spaß gemacht, die Kinder eben in Situationen zu bringen, wo ich wirklich denke, oh Gott, als Erwachsener würde man das nicht ertragen, ja, denen dabei zuzugucken. Und gerade das hat so Spaß gemacht, ja, zu wissen, die machen Sachen, die für ihr Alter eigentlich noch viel zu große Herausforderungen sind. Und waren Sie jetzt mal auf Recherchetour sozusagen, auf so einem nächtlichen Fest, wie Sie es hier beschreiben? Ja, das schon. Also das gibt es ja in Berlin viele. Ja. Also jetzt so als, sage ich mal, Student oder so, habe ich auch an solchen Festen natürlich Partys in Berlin, macht man. Ja. Aber vielleicht sind die ja heute anders. Als die sind heute sicher anders. Dann ich habe das ja auch von meinen Töchtern Test lesen lassen, Korrektur lesen lassen, ob das so halbwegs stimmt. Weil die sind jetzt die sich da besser auskennen, was so abgeht in der Berliner Party. Die Szene, ja. Okay. Ja. Martin Muse ist nicht nur Schriftsteller, er ist nicht nur Drehbuchautor, sondern er beschäftigt sich auch mit Fotografie und man könnte sagen, er gestaltet auch Karten und er ist ein Fotonatograf. Was ist das? Ein Fotonatograf? Also das ist ja fast so ein schwieriges Wort wie Cannabonivar sein. Ja, Fotonatograf. Es ist ein Fotonatograf. Fotonatograf. Genau, und das war also etwas hochtrabend gewählt für ein fotografisches Verfahren. Die Fotografie hatte ja immer auch so ein bisschen manchmal diesen Charakter von sozusagen Geisterseherei. Das gab es ja immer, also dass wirklich Seancen oder so mit Fotos nachgestellt worden sind und auf den Fotos sah man irgendwelche geheimnisvollen Sachen, Geistererscheinungen. Also grisselig so irgendwie, ne? Genau, und ich habe letztendlich in dieser Fotoserie, die ich gemacht habe, das ist lange her, mit einer alten Plattenkamera und Langzeitbelichtung Bilder gemacht, die eben auch geisterhaft waren. So, also ich habe immer gesagt, es waren Porträts, die nicht ähnlich waren. Und dafür habe ich damals dann diesen Namen erfunden, Fotonatografie, der, wie gesagt, auch nahezu unaussprechbar ist. Das klingt spannend. Und haben Sie da auch so mit Lichtpipetten und was es da alles gibt gearbeitet? Ja, genau. Okay. Genau. Ich habe mir dann so Werkzeuge gebaut. Also man muss sich das so vorstellen, der Raum war immer absolut dunkel und die Person, die ich eben porträtieren wollte, war in diesem Raum oder Ambiente und ich habe dann die Kamera auf Belichtung gestellt und bin selber im Bild rumgelaufen und habe mit verschiedenen Werkzeugen, Lichtpipette, Taschenlampe geleuchtet und so das Bild praktisch aus dem Schwarz erschaffen. Ja. Jetzt
wird Martin oder ist gerade Martin Musa aber nicht ausgezeichnet worden als Fotonatograf, sondern als Lesekünstler. Und da wollen wir jetzt natürlich hören, was ihn so auszeichnet, wie gut er lesen kann. Und dann würde ich sagen, hören wir einfach jetzt mal rein. Kann er wohl nie wahr sein? Manchmal kriegt man einfach die Krise. Der dritte Band aus der Kann er wohl nie wahr sein Reihe. Und ich lese jetzt ein Stück aus dem ersten Kapitel, wo die beiden Helden der Geschichte gemeinsam wieder auftauchen. Finn und Jolla. Ah! Schreiend strampelt Finn die Decke weg und reißt die Augen auf. Helles Tageslicht blendet ihn und er blickt direkt in Jollas Gesicht, das sich grinsend über ihn beugt. »Hey, du hast geträumt!« Finn blinzelt benommen. »Deine Beine haben die ganze Zeit wie wild gezappelt!« Finn richtet sich auf und orientiert sich. Er liegt neben Jolla oben auf seinem Hochbett in der Grimmstraße. Und jetzt fällt ihm alles wieder ein. Es sind Sommerferien. Jolla ist zu Besuch bei ihm, in der City, wie sie immer sagt. Eine ganze Woche. Gestern Abend haben ihre Eltern sie gebracht. Die mussten eh nach Berlin, weil sie einen Termin hatten. Wegen einer amtlichen Geschichte. Irgendwas mit einem Visum. Alle waren da. Mama, Mukta, sogar Papa ist aus Neustrelitz gekommen und hat für Jollas Eltern Eva und Jacek seine neuen veganen Seitan-Rouladen gemacht. Mit Röstzwiebeln, Senf und Essiggürkchen drin. Und es war schon nach Mitternacht, als Jollas Eltern dann wieder nach Felefanz aufgebrochen und Finn und Jolla ins Bett gegangen sind. »Komisch«, sagt Finn, immer noch leicht benommen, »ich hab von einer Party geträumt.« »Unserer Party?«, fragt Jolla. »Naja«, sagt Finn, »wir waren da und noch ganz viele andere Leute und am Ende bin ich in den Himmel geflogen.« »Geflogen«, sagt Jolla und wackelt mit den Zähnen in der Luft. »Genau so eine Party machen wir auch, wo am Ende alle fliegen.« Finn schaut Jolla an. Sie sieht eigentlich aus wie immer. Nur die Haare sind verändert, irgendwie kürzer als sonst. Aber Finn hat ja selbst auch eine neue Frisur. Bevor Jolla kam, hat er nämlich darauf bestanden, dass er endlich mal zu einem richtigen Friseur gehen kann und nicht Mama das wieder macht. Aus der Küche kommt das Heulen eines startenden Jumbos. Es ist aber kein Jumbo, sondern Mamas neuer Multifunktionsmixer. Finn und Jolla klettern vom Hochbett runter. Maunzend streicht Tabs ihnen um die Waden und eilt mit aufgestelltem Schwanz voraus Richtung Küche. Lieber Musa, wichtige Aufgabe, die Buchhandlung zu finden, die ihre Lesung feiern darf. Da bin ich jetzt die Glücksfee und die jetzt aus dieser Schatzkiste hier die glückliche... Genau, einmal tief hineingreifen. Ja, genau. Und ich greife da jetzt rein, schließe dabei die Augen und ziehe ein Los heraus. Ich nehme den Rest. Soll ich das jetzt entfalten? Ja, natürlich. Ich soll entfalten und sagen, wer gewonnen hat. Also, gewonnen hat die Buchhandlung Blume, Inhaberin Martina Lange in Oerlinghausen. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Ja, und jetzt gibt es natürlich noch eine Aufgabe für Herrn Musa. Die fleißigen Bibliotheken und Bibliothekare und Bibliothekarinnen dürfen jetzt auch ein Paket von ihren Büchern kriegen. Und das ziehen Sie jetzt. Das ziehe ich jetzt. Dann bin ich noch ein zweites Mal die Glücksfee und schließe die Augen, greife tief hinein, ziehe eins der Lose. Und gewonnen hat die Stadtbibliothek Mülheim an der Ruhr in Mülheim. Herzlichen Glückwunsch. Das ist also auch noch so ein Komplex, der in dem Buch eine Rolle spielt. Diese Geschichte um Frau Buchborn, die alte Dame, die in dieser Wohnung, die sie aufgeben musste, einen Schatz versteckt hat. Und diesen Schatz, den sollen Finn und Jolla ihr besorgen. So, und jetzt springe ich zurück in den Strang, wo es um die Party geht. Da spielt noch ein dritter Junge eine Rolle, nämlich Carlo, der beste Freund von Finn, der in dieser Geschichte auch vorkommt. Und Finn, Jolla und Carlo haben durch einen glücklichen Zufall die Gelegenheit,
Party zu machen. Finns Mutter ist nämlich überraschend zu einem Job nach Frankfurt geeilt und deswegen haben sie nun sturmfreie Bude und da wollen sie feiern. Aber Jolla hat sich in den Kopf gesetzt, keine Party ohne Alkohol. Und da lese ich jetzt weiter, das 12. Kapitel, das heißt Lollis für Püppi und alte Bekannte. Die drei stehen vor dem Späti an der Ecke. Es ist mittlerweile fast 8 Uhr. Finn zögert. Ich glaube nicht, dass wir hier was kriegen. Özkan, der Besitzer, kennt ihn und Mama und wird ihm niemals Alkohol verkaufen. Mir schon, sagt Jolla und geht rein. Carlo schaut ihr bewundernd nach. Jolla ist sowas von cool. Ja, seufzt Finn und geht hinterher. Er kann Jolla jetzt unmöglich alleine lassen. Durch den engen Gang zwischen den Regalen bahnt sich Jolla zielstrebig den Weg zu den Getränken. Nachdem sie die Preise studiert hat, nimmt sie 3 Flaschen vom billigsten Bier aus dem Kühlfach und geht damit zur Kasse. Dahinter sitzt Özkan und lächelt Jolla freundlich an. Bist du nicht noch ein bisschen klein dafür? Nee, bin ich nicht, sagt Jolla und legt 3 Euro auf den Tresen. Finn, der zwischen den Regalen stehen geblieben ist, sieht, wie Özkan die Münzen kopfschüttelnd zurückschiebt. Tut mir leid, Fräulein, aber Bier gibt's hier erst ab 16. Und wenn ich vielleicht schon 16 bin, sagt Jolla und drückt den Rücken durch, um größer zu erscheinen. Özkan mustert sie und wiegt dabei lächelnd den Kopf hin und her. Also ganz ehrlich, wenn ich großzügig schätze, dann würde ich sagen, du bist allerhöchstens... Er macht eine Pause und legt die Stirn in Falten, als müsse er im Kopf einen komplizierten Rechenvorgang durchführen. 10. 10? Sagt Jolla entrüstet. Mann, du hast ja keine Ahnung. Ich bin längst 12. Fehlen immer noch 4 Jahre bis 16, folgert Özkan und nimmt die Bierflaschen, um sie zurückzustellen. Jolla kann es nicht fassen. Kannst du nicht mal eine Ausnahme machen? Es sind doch nur 3 Biere. Bei mir zu Hause in Fehlewanz habe ich schon 1000-mal Bier gekauft. Özkan schüttelt den Kopf und zeigt auf ein Schild hinter der Kasse. Keine Abgabe von Alkohol an Jugendliche unter 16 Jahren. Lesen kannst du sicher schon mit 12, oder? Jolla stemmt die Hände in die Hüften. Ich kann noch ganz andere Sachen. Aber bevor sie lospoltern kann, nimmt Özkan ihr den Wind aus den Segeln. Nicht aufregen, Püppi. Schau mal, die schenke ich dir. Er hält Jolla 3 Lollis hin. Und in 4 Jahren kommst du einfach wieder und dann kriegst du auch dein Bier. Jolla schaut Özkan sprachlos an. Lollis? Püppi? Das ist ja wohl die Höhe. Hallo, Finn. Özkan hat nur noch Finn zwischen den Regalen entdeckt. Er schiebt Jolla sanft in dessen Richtung. Gehört die Kleine zu dir? Finn nickt nur stumm und lächelt betont unschuldig. Dann bring die mal ganz schnell nach Hause. Da gehören Kinder wie ihr um diese Zeit nämlich hin. Finn nickt wieder nur stumm. Oder gibt's irgendein Problem? Fragt Özkan. Ist deine Mama nicht da? Doch, 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 stammelt Finn eilig. Wir gehen auch gleich hoch. Danke. Er nimmt die Lollis, packt Jolla am Arm und zieht sie aus dem Späti raus. Carlo erwartet sie schon ungeduldig. Und? Sein Blick fällt auf die Lollis in Finns Hand. Gab's kein Bier? Nee, sagt Finn und signalisiert Carlo mit einem schnellen Kopfschütteln, dass er besser nicht weiterfragen soll. Wir gehen da mal schnell. Aber sie kommen nur bis auf die andere Straßenseite. Da muss Jolla erstmal ihrer Empörung Luft machen. Ich krieg die Krise. Der hat Püppi zu mir gesagt. Das hat er doch nur nett gemeint, sagt Finn beschwichtigend. Aber Jolla ist immer noch auf 180. Nett? Ich bin kein Baby mehr. Niemand nennt mich Püppi. Das ist eine Beleidigung. Carlo dreht schmatzend einen der Lollis im Mund. Voll frauenfreundlich ist das. Mama und Mama würden dem die rote Karte zeigen. Finn versucht, Carlo mit einem Blick zum Schweigen zu bringen. Warum gehen wir nicht einfach wieder hoch? Wir können doch auch ohne Alkohol Party machen. Jolla schüttelt stur den Kopf. Nee, so schnell gebe ich nicht auf. Mir fällt schon noch was ein. Finn seufzt. Jolla und ihr Dickschädel. Das kennt er schon. Wenn die erstmal die Krise hat, kriegt man die da so schnell nicht wieder raus. Dabei könnte alles so schön sein. Sie sollten jetzt zurück in die Wohnung gehen und endlich anfangen zu feiern. Er tastet nach dem Hausschlüssel in seiner Tasche.
und stutzt. Hä? Wo ist der denn? Hektisch. Du hast durchsucht Finn seine andere Hosentasche, aber da ist kein Schlüssel drin. Ihm wird ganz heiß. Scheiße! Was ist denn los? Fragt Carlo. Herr Wohnungsschlüssel, er ist weg. Carlo guckt Finn an, als sei er ein bisschen schwer von Begriff. Dein Wohnungsschlüssel? Mit einem Namensanhänger dran? Ja, sagt Finn und dreht seine Taschen um. Das kann doch nicht sein, sagt Carlo. Du hast die Tür doch gerade noch damit abgeschlossen. Ja, erinnert sich Finn. Verdammt, das hat er. Und danach hat er den Schlüssel in die Tasche gesteckt. Aber jetzt ist er nicht mehr da. Ich muss ihn irgendwo verloren haben. Den finden wir schon, sagt Carlo beruhigend. Kann ja nicht weit sein. Er und Finn laufen nochmal den ganzen Weg ab. Von der Haustür bis zum Späti. Und vom Späti bis zur Straßenseite gegenüber. Und dann nochmal in die umgekehrte Richtung. Über die Straße zum Späti und von dort bis zur Haustür. Aber der Schlüssel liegt nirgendwo. Scheiße, was machen wir jetzt? Finn schaut an der Hausfassade hoch. Laura und Berke sind bis Mitternacht weg. Vorher kommen wir nicht an den Ersatzschlüssel ran. Zu mir kommen wir leider auch nicht, sagt Carlo. Ich habe keinen Schlüssel mit und Mama sind auf der Datsche. Finn spürt, wie die Verzweiflung ihn übermannt. Das heißt, wir müssen die ganze Nacht draußen bleiben. Jolla hat sich auf die Bordsteinkante gesetzt und brütet missmutig vor sich hin. Keine Wohnung, kein Alkohol, keine Musik, kein gar nichts. Das war's dann wohl mit unserer Party. Carlo versucht es positiv zu sehen. Dann feiern wir eben hier draußen. Auf der Admi ist immer was los. Finn schüttelt den Kopf. Nicht nur Jolla. Auch er kriegt jetzt die Krise. Er hatte sich so auf ihre Party gefreut. Wie konnte das alles nur dermaßen schief gehen? Alles nur wegen diesem blöden Alkohol, grummelt er. Ach ja, jetzt bin ich also schuld, pampt Jolla. Jetzt beruhigt euch, versucht Carlo zu beschwichtigen. Aber Finn und Jolla wollen sich nicht beruhigen lassen. Im Gegenteil. Ich hab's ja gleich gesagt, dass das keine gute Idee ist, sagt Finn. Den Schlüssel zu verlieren ist noch eine viel blödere Idee, koffert Jolla zurück. Leute, ruft Carlo, das bringt doch jetzt nichts. Finn will gerade etwas richtig Gemeines sagen. Da hört er plötzlich ein keckerndes Lachen hinter sich. Irgendwie kommt es ihm bekannt vor. Ey, ich fass es nicht! Die Kackbratzen aus dem Polenkaff! Sagt eine Stimme, die ihm das Blut in den Adern gefrieren lässt.